Gut, hier zunächst eine ganz grundlegende Erklärung dazu, was eigentlich ein Netzwerk ist. Ich habe euch hier schon mal verschiedene Objekte abgebildet, die man in einem Netzwerk zusammenschalten kann. Ein Tablet-PC, ein Handy, ein Laptop und ein PC. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder zum Beispiel hier die beiden Rechner über so einen kleinen Switch, kennt ihr vielleicht zu Hause, so ein kleines Gerät, wo man... Das ist gerade nicht so schön geworden, wo man hier so kleine Kabel einstecken kann. Da kann ich meinen Laptop mit einem Kabel dran verbinden oder auch meinen PC. Und dieser kleine Kasten hier, der ist dann irgendwo auf der anderen Seite zum Beispiel mit dem Internet verbunden. Und dann kann ich mit meinem Laptop Webdaten abrufen oder so, was ihr so kennt. Andere Möglichkeit, ich habe nicht so ein Gerät, wo ich meine Geräte mit einem Kabel dran stecke, sondern ich habe einen sogenannten WLAN-Router. Der Kasten sieht ähnlich aus. Ich habe hier einen kleinen Kasten. So. Manchmal habe ich hier auch noch zusätzlich Ports, wo ich dann auch noch Kabel reinstecken kann, aber auf jeden Fall hat der in der Regel eine Antenne, weil da kann ich nämlich über Funk, das WLAN, über WLAN sozusagen, kann ich Daten verschicken und der hat dann auch eine Verbindung zum Internet. Grundlegend, ein Netzwerk ist einfach ein Verbund von verschiedenen Komponenten, die ich über Kabel oder auch über Funk hier miteinander kommunizieren lassen kann. Gut, wozu braucht man jetzt so ein Netzwerk? Ich habe hier die Komponenten nochmal aufgezeichnet und jetzt habe ich hier in der Mitte so ein kleines Kästchen, was eine Kombination sein soll, wo ich also sowohl hier über Kabel Geräte anstecken kann, als auch, dass ich eine Antenne in dem Gerät habe, wo ich dann praktisch über Funk meine Geräte miteinander kommunizieren lassen kann. Denn der Sinn eines Netzwerks ist erstmal, dass ich verschiedene Endgeräte habe und da ist es egal, ob das ein PC ist, ein Laptop ist oder ein Handy auf Android oder ein Tablet. Es ist ganz egal, welches Betriebssystem darauf läuft, ob das nun ein Windows-Rechner ist oder ein Mac-Rechner oder ein Linux-Rechner, ob das ein Android-Handy ist oder ein Windows-Handy. Tatsache ist, sie sind alle miteinander entweder über Kabel oder WLAN verbunden und können Daten austauschen. Es kann also sein, dass ich hier irgendwie eine Datei habe auf meinem Tablet und die möchte ich jetzt auf meinen Laptop hier bekommen. Und das kann ich eben machen über dieses Netzwerk, dass ich diese Datei in lauter kleine Paketchen sozusagen die Informationen, die in dieser Datei drinstehen, aufteile, dann hier über Funk schicke und dann hier weiter über das Kabel an meinen Laptop, sodass die Datei dann hier auch vorhanden ist. Da werden dann die kleinen Paketchen, die hier sozusagen über das Netzwerk verschickt werden, hier wieder zu einer Datei zusammengesetzt und es hängt jetzt davon ab, ob dieses Laptop die nötige Software hat, um diese Datei dann auch zu öffnen und hier jetzt was weiß ich, zum Beispiel auch ein schönes Bildchen zu machen. Das, was hier jetzt auch dargestellt wird, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine JPEG-Datei habe oder sonst irgendetwas. Das ist der Sinn und Zweck eines Netzwerks. Und zwar macht es dieses Verschicken von den kleinen, von den Dateien und den dazu passenden hier kleinen Datenpaketen, sag ich mal. Das macht es unabhängig vom Betriebssystem. Das ist dem Netzwerk egal, welches Betriebssystem auf den Endgeräten läuft. Wenn das Betriebssystem nicht die nötige Software hat nachher, um die übertragenen Daten darzustellen, dann ist das Problem des Betriebssystems, nicht das Problem des Netzwerks. Weil das Netzwerk kümmert sich nicht darum, was in den Dateien drin ist, sondern seine Aufgabe ist es einfach, die Daten über Kabel oder Funk von einem Endgerät zum anderen zu transportieren. Das ist Sinn und Zweck eines Netzwerks. Und das kann ich hier so lokal tun. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin hier zu Hause, habe da meinen Tablet-PC, auf dem habe ich gerade irgendein Bild erstellt, möchte das jetzt auf meinen Laptop spielen,
weil ich es da irgendwie mit einer speziellen Software weiter bearbeiten möchte, die ich auf meinem Tablet nicht habe, dann mache ich das halt über ein Netzwerk und zwar über ein sogenanntes LAN-Netzwerk. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn ich hier zum Beispiel in meinem Router nach hinten über meinen Internet-Service-Provider eine Verbindung zum Internet habe, dann natürlich auch noch mit anderen Geräten zu kommunizieren. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was ich eben schon kurz angesprochen hatte. Das sogenannte LAN, das ist die Kurzform für Local Area Network. Also Local Area Network. Und wenn man sich das mal übersetzt, dann bedeutet es praktisch, ich habe in der näheren Umgebung Netzwerk, das heißt Geräte, die unmittelbar zum Beispiel bei mir zu Hause angeschlossen sind, auch wenn ich jetzt in kleinen Häuschen bin, über mehrere Etagen verteilt, so sind diese Geräte doch zu Hause recht dicht beieinander. Ich habe also eine Local Area und die Geräte sind über ein Gerät, über einen WLAN-Router zum Beispiel inklusive Kabelanschluss zusammengeschlossen. Demgegenüber steht das WAN-Netzwerk, das Wide Area Network. Da geht es also um größere Entfernungen. Und klassisches Beispiel dafür wäre das Internet. Das heißt, wenn ich hier jetzt an meiner Box zum Beispiel noch einen Anschluss habe und über meinen Internet Service Provider jetzt hier in das große World Wide Web komme, dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, treibe ich das mal hier auf die Spitze, hier ist jetzt irgendwo ein Server. Was ja im Endeffekt auch nur ein Endgerät ist und der steht meinetwegen in Australien oder den USA und ich möchte hier über mein Tablet, jetzt mal in einer anderen Farbe, ich möchte mir hier über mein Tablet eine schöne Webseite anzeigen lassen und die bekomme ich halt hier über das Internet, diverse Schaltstellen, geht die Kommunikation an diesen Server in den USA. Und dann von diesem Wide Area Network, welches das Internet ist, hier rein in mein Local Area Network. Das heißt, die beiden kommunizieren dann auch noch miteinander. Tatsache ist nur, dass in diesem Wide Area Network die Komponenten, die da miteinander vernetzt sind, deutlich weiter auseinander stehen als jetzt zum Beispiel hier in der Local Area bei mir zu Hause. Gut, ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, was da der Unterschied ist.